Hallo, herzlich willkommen zur Vorlesung Literatur und Erinnerungskultur. Heute geht es um NS-Geschichte in Familienromanen. Ich habe zwei Teile vorbereitet, eine Einführung und dann zwei Texte, die ich Ihnen genauer vorstellen möchte. Zunächst ein kurzer Rückblick. Ich hatte Ihnen den deutschen oder deutsch-deutschen Literaturstreit vorgestellt, eine Debatte über den Zusammenhang von Ethik und Ästhetik, in dem versucht worden war, von denen, die den Impuls zu dieser Debatte gesetzt haben, Ethik und Ästhetik feinsäuberlich auseinander zu dividieren. Die These war, dass nach dem Ende der deutschen Teilung, nach dem Ende der DDR und dann dem Ende der deutschen Teilung, nun die Zeit gekommen sei, die Literatur zu entlasten von Auseinandersetzungen, mit denen sie angeblich nicht befasst sein solle. Manche der Kritiker haben gesagt, ja, die Nachkriegsliteratur war eine politisch engagierte Literatur mit durchaus redlichen politischen Zielen, aber nun nach dem Ende der DDR sei sie quasi nicht nötig. Oder, und dafür steht das Stichwort Gesinnungsästhetik, er sagt, das war eine grundsätzlich verfehlte Literatur, die nämlich quasi unliterarisch gewesen sei, weil sie politisch gewesen sei. Das heißt, hier wurde einer La Polar-Ästhetik, Kunst um der Kunst willen, das Wort geredet, die versucht hat, eben Ethik-Ästhetik feinsäuberlich auseinanderzunehmen, jedenfalls beim größeren Teil der KritikerInnen. Das trifft vor allem eine Literatur, die sich mit der NS-Zeit auch auseinandergesetzt hat, also die NS-Geschichte aufgearbeitet hat und die Nachwirkungen der NS-Geschichte politisch, mentalitätsgeschichtlich im Blick hatte. Um die Jahrtausendwende ging es dann um eine andere Art, Ethik und Ästhetik miteinander wieder ins Gespräch zu bringen. Da wurde nämlich nicht die Verbindung kritisch thematisiert, sondern genau umgekehrt gesagt, ja, Literatur solle befasst sein mit gesellschaftlichen Konfliktfeldern. Es gibt eine Leistung des literarischen Diskurses für das kollektive Gedächtnis, aber das Versagen der Literatur bestünde nun darin, so die These, zum Beispiel Frank Schirmacher, von den falschen Katastrophen erzählt zu haben. Also die Literatur habe zwar Aufarbeitung geleistet, aber nicht in richtiger Weise. Das heißt, der Streitpunkt war jetzt nicht, soll Literatur Vergangenheit oder am Erinnerungsdiskurs mitarbeiten, sondern der Streitpunkt war, wie tut sie das und was macht sie erzählbar und damit auch anschließbar an die sozusagen Notwendigkeiten öffentlicher Auseinandersetzung und wie sozusagen formt sich Erinnerungskultur auch durch Literatur. Die These war, dass Literatur an Tabuisierungen mitgewirkt habe, das heißt Sagbarkeit, Nichtsagbarkeit von bestimmten Erfahrungen damit bewirkt habe. Wir werden in einer eigenen Folge der Vorlesung sehen, dass die meisten der hier behaupteten Tabuisierungen nicht stimmen und sehen, vor welchem Hintergrund sie aber sozusagen sich als relevant präsentiert haben, beziehungsweise als eine Zeit lang als plausibel galten. Ich weise da schon mal darauf hin, weil was ist erzählbar, was ist nicht erzählbar, ist, auch wenn man es nicht über den Begriff des Tabus formuliert, ganz wichtig für die Auseinandersetzung mit dem Genre Familienroman. Wenn man Familiengeschichten sich anschaut, jetzt nicht nur in der Literatur, sondern einfach Erzählen von Familiengeschichte, haben wir schon seit geraumer Zeit eine wirklich frappierende und auch besorgniserregende Tendenz, nämlich ein Auseinanderklaffen von Familienerzählungen, dem, was im privaten Raum der Familie erinnert wird und weitergegeben wird, und dem, was man offizielle Erinnerungskultur nennen kann. Wir haben, anders als noch in der Nachkriegszeit, eine deutlich breitere Akzeptanz deutscher Schuld. Das ist Status quo, und zwar in einer Weise, sozusagen Stand der Erinnerungskultur, dass sie sich unmittelbar mit dem Bewusstsein auch sozusagen, oder einer bestimmten Vorstellung von dem,
was Deutschsein ist, verbindet. Also ne, wer sind wir als Nation, verknüpft sich durchaus mit der Frage, wie stehen wir zu der deutschen Schuld, und die, dass die Aufarbeitung oder die Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld gelungen sei, ist eine der ganz wichtigen Erzählungen für sozusagen die Frage, was deutsche Identität ausmacht. Das gehört gewissermaßen mit dazu. Die Nie wieder Appelle sozusagen, oder das Geschichtsbewusstsein selber ist Teil nicht nur einer politischen Kommunikation, sondern tatsächlich einer Kommunikation, die sich mit der Frage, was deutsche Identität eigentlich ist, verknüpft und wie wir auch aus dem Ausland zum Teil gesehen werden. Nun, gerade vor dem Hintergrund ist das Auseinanderfallen von offizieller Erinnerungskultur und dem, was in den Familien erinnert wird, natürlich so besorgniserregend. Ja, weil man sich ja dann fragen kann, wie breit sozusagen, ne, sedimentiert, wirklich akzeptiert, ist eigentlich das Wissen um Täterschaft. Also wenn es akzeptiert ist, dass die Wehrmacht Teil des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges in Osteuropa war, warum denken ein großer Teil der Deutschen, dass das in ihrer Familie aber nicht der Fall gewesen sei? Ja, also wie oder ne, darüber wird dann gar nicht gesprochen. Warum wird darüber nicht gesprochen? Warum ist nicht sozusagen die Erwartung des Normalfalles, dass deutsche Täterschaft in der eigenen Familie existiert hat? Und wenn das so ist, wird darüber gesprochen oder nicht? Und die Erfahrung ist, dass darüber eigentlich nicht gesprochen wird, sondern dass es sozusagen ein Wissen gibt und dann eine emotionale Scheu, sozusagen eben durch eine emotionale Verbindung in der eigenen Familie, diesen privaten Zugang zur Geschichte zu wählen. Die Frage, wie weit ist sozusagen das, was wir uns als Erinnerungskultur, als Nation auch zugute halten, tatsächlich, wird das tatsächlich eingelöst über alle Deutschen, ist immer wieder Teil der öffentlichen Auseinandersetzungen. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist Jana Hensel von vor 2 Jahren, wo sie eben auch sozusagen über hiesige Identitätsdebatten, nennt sie das sozusagen, ne, verknüpft. Das ist die Auseinandersetzung mit deutscher Schuld, ist verknüpft mit der Frage, wer sind wir als Deutsche? Und vor dem Hintergrund ist eben die Frage, und das ist das zweite Zitat, auf welchem Geschichtsverständnis soll deutsche Identität beruhen? Immer wieder eine Frage, die man stellen muss und die in der meistens aus dem Kontext politischer Kommunikation bestimmte Anlässe hat, nämlich hier zum Beispiel die Aussage von Alexander Gauland, dass wir wieder stolz sein sollten auf die Leistungen der Soldaten der Wehrmacht. Selbst wenn man sagt, das ist eine gezielte Provokation gegen einen bestimmten Stand der Erinnerungskultur, der mit vielen Widerständen erarbeitet werden musste und durchgesetzt werden musste, aber mittlerweile als akzeptiert gilt. Selbst wenn man sagt, das ist eine Provokation, ist es eine, die ja darauf zielt, bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung Anerkennung zu bekommen. Dafür, genau für diese Provokation gegen den gegen den akzeptierten Stand der Erinnerungskultur anzugehen. Und mit dieser Konfliktlage muss man sich dann beschäftigen. Also, ne, was bedeutet deutsche Identität im Kontext der Auseinandersetzung mit NS-Geschichte und nicht nur der NS-Geschichte, sondern der Art und Weise ihrer Aufarbeitung, wie wir gleich sehen werden. Der zweite Text, den ich mitgebracht habe, ist ein aktueller von Hannes Leitlein, in dem er genau diese Frage stellt, die wir für die Familienromane insgesamt auch thematisieren, die aber, wie gesagt, aus der geschichtswissenschaftlichen Forschung heraus eben auch eine ist, die einfach seit über 20 Jahren hochaktuell ist, nämlich immer wieder zu fragen, wie funktioniert eigentlich Familiengedächtnis und wer denkt, wer sozusagen, wer Schuld hat an nationalsozialistischen Verbrechen. Und Hannes Leitlein thematisiert das so, immerhin
sprechen sich 77% der Befragten für Erinnern und Gedenken aus. Das klingt jetzt erstmal gut, aber was er davor zitiert, die Zahl aus einer Befragung, einer Umfrage der Zeit, ist eher besorgniserregend. 53% Zustimmung zur Aussage, Zitat, die Masse der Deutschen hatte keine Schuld, es waren nur einige Verbrecher, die den Krieg angezettelt und die Juden umgebracht haben. Das ist eine Aussage, die direkt aus der Nachkriegszeit stammen könnte und die damals auf breite Akzeptanz gestoßen ist, weil man sozusagen sich mit der Schuldfrage eben nicht auseinandersetzen wollte und so getan hat, als hätte es eine kleine Elite, quasi eine nationalsozialistische Funktionselite gegeben, die das deutsche Volk verführt und betrogen habe. Und diese sozusagen Schuldzurückweisung und Leugnung war ein ganz zentraler Widerstand für die Auseinandersetzung mit und einem sozusagen ehrlichen Blick auf die NS-Geschichte. Und solche Zustimmungswerte und Umfragen sind natürlich besorgniserregend. Der Artikel geht dann sehr schön auf die Frage ein, weil eben persönlich, ein persönlicher Bericht ist, wie bin ich eigentlich in meiner Familie, obwohl ich sozusagen es besser weiß als diejenigen, die jetzt hier befragt worden sind, wie bin ich eigentlich in meiner Familie mit dieser Geschichte umgegangen und thematisiert damit genau den Konflikt, welche Scheu hat man mit den eigenen, in der eigenen Familie nach Täterschaft zu fragen, obwohl man sozusagen weiß, dass die Wahrscheinlichkeit oder vielleicht genau weil man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es eine Verstrickung gibt. Jenseits der Gattungsfragen ist für uns relevant, sozusagen immer, ne, was für Konflikte, Konfliktkonstellationen, was wird erinnert, wessen Leiden wird erinnert, wessen Geschichten werden erzählt, ist wichtig natürlich vor allem auch mit Blick auf die Frage, welche Texte sind eigentlich besonders beliebt und erfolgreich. Also wenn man sich fragt, was für Geschichten über den Nationalsozialismus sind denn eigentlich besonders anschlussfähig, dann haben wir hier jetzt mal 4 Texte, die immer wieder diskutiert werden in diesem Kontext, ohne dass ich jetzt näher darauf eingehe, aber das sind sozusagen eine Spur, der Sie weiter folgen könnten. Und es gibt die These, dass genau diese 4 Texte der gefühlten Geschichte vieler BundesbürgerInnen näher stehen als die offizielle Erzählung über die Vernichtung der europäischen Juden und die Verbrechen im Nationalsozialismus, weil sie Leidensgeschichten des eigenen erzählen und nicht der anderen und damit eben nicht von Täterschaft, sondern von deutschen Opfern erzählen. Das Problem ist nicht grundsätzlich von deutschen Opfern zu erzählen. Literatur muss nicht immer alles erzählen. Das Problem ist, wie von Täterschaft und von Opfern erzählt wird, aus welche Opfer sozusagen gesehen werden und welche nicht, welches Leiden Sympathie erregen soll und welches nicht, sozusagen, und wie fremdes Leiden, also was als eigenes und was als fremdes Leiden sozusagen thematisiert, sichtbar gemacht wird und an zum Beispiel familiale Erinnerungsnarrative anschließbar ist. Das ist, wenn man sozusagen auf das Erzählen schaut, ist wichtig, sich eben deutlich zu machen, wie Erzählen funktioniert für das Erinnern. Nämlich einerseits, das haben wir in der ersten Vorlesung auch schon kurz einmal besprochen, Erinnerungsprozesse sind hochselektiv. Es wird nicht die Geschichte erzählt, sondern es wird ausgewählt, was erzählt wird, muss notwendigerweise ausgewählt werden. Und nicht nur das, sondern die Art und Weise, wie erzählt wird, ist bereits sozusagen wird geformt durch bekannte Erzählmuster, Schemata der Darstellung, der Repräsentation des Erzählens, zum Beispiel, wie sozusagen bestimmte biografische Etappen funktionieren oder bestimmte Abschnitte von sozusagen Geschichtsprozesse, was erzählt wird, was sozusagen signifikante Punkte für die eigene Erfahrung sind, die anschließbar erscheinen für andere. Und dieses Wechselverhältnis, dass individuelle Erfahrung im Kontext solcher Muster überhaupt sozusagen
erzählbar wird, dass sie dadurch geformt wird und erzählbar wird, auch in der kritischen Auseinandersetzung, aber eben Anschluss an solche Muster, und dass wir gleichzeitig aber eben die einzelnen Erzählungen brauchen, um überhaupt auf die Ebene der Geschichte zu kommen, weil wir die Geschichte nie haben, sondern wir haben immer nur Blickpunkte, Perspektiven auf Geschichte, die bestimmte Erfahrungsräume erzählbar machen, spürbar machen, nachvollziehbar machen. Das meint das mit Individuen als Ausblickspunkte. Wir haben nie die Erinnerung oder das Gedächtnis der Kultur, sondern wir haben sozusagen, das setzt sich zusammen oder wird erschließbar über Einzelne. Und dann ist eben die Frage, was wird hier erzählt? Wessen Leiden, wessen Erfahrungen sind, sozusagen werden überhaupt erzählt, aktualisiert, erfahrbar gemacht, und was wird ausgeschlossen? Und der Blick richtet sich dann darauf zu fragen, welche Deutungen der NS-Geschichte und gleichzeitig auch der Erinnerungsgeschichte werden damit erkennbar. Also jedes Erzählen vom Nationalsozialismus in unserer Gegenwart geht aus von einem bestimmten Stand der Erinnerungskultur. Dieser Stand der Erinnerungskultur bedeutet, dass bestimmte Aspekte erklärungsbedürftig erscheinen und andere nicht. Also wenn ich sage, die Erfahrung zum Beispiel der Bombardierung ist angeblich eine, die war tabuisiert, dann ist das offensichtlich etwas Erklärungsbedürftiges, dass ich es jetzt thematisiere, beziehungsweise es wird kommunikativ darüber verhandelt, dass es vorher nicht sagbar war und jetzt angeblich sagbar sei. Dieses Bild der Erinnerungskultur kann man natürlich und muss man auch prüfen. Also ist das eigentlich so, was in solchen Texten behauptet wird? Ich kann aber jeden Text oder muss jeden Text erstmal darauf ankommen, welchen Deutungen von NS-Geschichte arbeiten Sie zu, die bereits etabliert sind? Welche widerstreiten Sie möglicherweise? Wo sehen Sie Defizite? Wo gibt es sozusagen Konfliktpunkte in der Erinnerungskultur? Wo gibt es sozusagen konfligierende Erinnerungsmodi, die aufgearbeitet werden oder die zumindest thematisiert werden oder möglicherweise aufgearbeitet und problematisiert werden, sodass sie wieder weiter bearbeitet werden können. Das heißt, wo macht sich Literatur ganz bewusst zum Medium der Auseinandersetzung über den Stand der Erinnerungskultur? In Texten, wo ich sehe, das ist sozusagen Thema, kann man sagen, wir arbeiten nicht nur an einem bestimmten Verständnis von NS-Geschichte zu, sondern sie arbeiten auch daran, die Auseinandersetzung über die NS-Geschichte sozusagen voranzutreiben, indem sie zum Beispiel auf neuralgische Punkte hinweisen. Wenn wir uns den Boom der Familiengeschichten um die Jahrtausendwende ansehen, dann haben wir eine, sozusagen in der Literaturkritik, aber auch in der Literaturwissenschaft, die Annahme, dass das sich unterscheide von den Väterbüchern der 70er und 80er Jahren. Aleida Aßmann fasst das so zusammen: Wichtig ist an den neuen Erzählerfiguren, dass sie erkennen, dass ein wichtiger Teil ihrer Identität ihnen mit der Geschichte der Familie zugewachsen ist, die sie selbst nicht bewusst erlebt haben. Diese weniger kämpferische und eher von einem Wunsch nach Verstehen geleitete zurückblickende Haltung ist von der Einsicht geprägt, dass einfache Ablösungen aus der Familiengeschichte wie aus der nationalen Geschichte unmöglich sind. Da stecken zwei Thesen drin, nämlich einerseits, dass es die Kontinuität der genealogischen Linie eine ist, der man nicht entkommen kann, aber auch gar nicht das versuchen sollte, weil es eben der Teil der Identitätsbildung sei. Und die zweite, dass das Neue im Erzählen dieser Familiengeschichten darin liege, dass sie nicht kämpferisch seien und von einem Wunsch nach Verstehen geleitet. Das fasst tatsächlich den Konsens, den es eine Zeit lang gab, ganz gut zusammen, den ich für Sie kritisch betrachten möchte. Aber erst nochmal, was ist das für ein Konsens? Nämlich, dass es im Unterschied sozusagen zur Väterliteratur zwar auch weiterhin Kritik und Missbilligung gäbe, aber eben die Familienvergangenheiten
ein wichtiger Teil der eigenen Identitätsbildung sei, und zwar in einer verstehenden Art. Und Michael Ostheimer spitzt das nochmal zu, was wir gerade bei Alaida Aßmann hatten, nämlich zu sagen, dass das ein generationenspezifischer neuer Zugang sei. Er sagt, auch wenn dabei nicht an Kritik oder Missbilligung gespart wird, zielt der neue deutsche Familienroman im Gegensatz zur Väterliteratur in erster Linie nicht auf Anklage, sondern auf Empathie und Verständnis. Der Ausgangspunkt für das Bestreben, die eigene Familienvergangenheit genauer zu erforschen, ist das oft unbestimmte Gefühl von Angehörigen der zweiten und dritten Generation auf unaufgeklärte Weise zum Gegenstand transgenerationeller Übertragungsmechanismen geworden zu sein. Also auch Ostheimer rückt in den Blick, dass das sozusagen die Funktion für die eigene Identitätsbildung, das ist durchaus richtig, und zu sagen, also es gibt hier einen transgenerationellen Übertragungsmechanismus, der entweder über ein Schweigen über bestimmte Erfahrungsbestände erzeugt worden ist, die sozusagen die Familienkommunikation bestimmt haben und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und sozusagen, aber oder auch durch das, worüber geredet wurde, im Unterschied zu dem, worüber nicht gesprochen wurde, sozusagen, dass hier eine Suchbewegung anfängt in der Familienvergangenheit, die sozusagen versucht, diese leeren Blätter, diese sozusagen weißen Blätter sozusagen zu beschreiben. Er macht ganz vorsichtig, nicht an Kritik oder Missbilligung gespart, sagt aber sozusagen, es gäbe einen Wechsel zwischen, im Grunde doch zwischen Anklage und Verstehen. Diese klare Grenzlinie gibt es meines Erachtens nicht. Ich habe Ihnen im Kontext der Väterliteratur bereits vorgestellt, dass man das aus zwei Blickwinkeln problematisieren kann. Der erste ist, zu sagen, dass Väterliteratur kein Genre ist, was sozusagen abgelöst wird vom Familienroman. Und dass schon deswegen wir neuere Väterliteratur haben, die auch Teil sozusagen der hier beschriebenen Familienroman-Konstellation und sozusagen emotionalen Konstellationen ist, dass andererseits aber auch eben das Genre Väterbücher, Väterliteratur insgesamt breiter ist. Aber selbst wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es sozusagen einen tendenziellen Wechsel zwischen Anklage, Aggressivität auf der einen in der Väterliteratur und der neueren Väterliteratur und neueren Familienromanen sozusagen Akzeptanz und Verstehen oder zumindest suchendes Verstehen sei, bleibt immer noch die problematische Annahme, aus meiner Sicht problematische Annahme, dass die Kontinuität der genealogischen Kette ein anzustrebender Modus der Identitätssuche ist. Das kam sowohl bei Alaida Aßmann als auch bei Ostheimer raus. Und das ist erstmal was, was man in Frage stellen kann. Also muss der Modus der Identitätssuche, damit es eine sozusagen die Aufarbeitung eine positive Funktion hat, getragen sein von dieser Idee der Kontinuität. Also ne, sozusagen, da stecken viele Implikationen drin, die man sich zumindest bewusst machen sollte. Ich betone das deswegen, weil das wirklich eine breit geteilte Ansicht ist. Auch Iris Radisch hat zum Beispiel anerkennend von einer Sehnsucht nach genealogischer Kontinuität in einer Rezension gesprochen. Und das wiederum verbunden mit Verständnis und Empathie. Das heißt, immer diese Idee, dass die Anbindung an die Kette gleichzeitig sozusagen für Verständnis und Empathie sich damit verknüpfe, das sind alles sozusagen Annahmen, die man, glaube ich, auseinanderdröseln oder auseinandernehmen sollte. Die Einbindung in die genealogische Linie und Kontinuität muss nicht der anzustrebende Modus der eigenen Identitätsbildung sein, sondern es kann genauso gut die Abgrenzung sein und damit auch Verstörung und Nichtverstehen. Auch das ist dann eine Funktion für die Identitätsbildung, also dieser Part stimmt, aber nicht sozusagen die Verknüpfung von genealogische Kette, Identitätsbildung, Verständnis, Annäherung, Verstehen. Der zweite
wichtige Punkt ist zu sagen, es ist nicht, und das war, da ist das Zitat von Ostheimer aber ganz gut, der sagt zweite und dritte Generation des Erzählens, weil es nicht die Enkelgeneration ist, wie man oft sehen kann, also oft hören konnte in der Zeit um die Jahrtausendwende, kam immer wieder, dass das neue Erzählen über den Nationalsozialismus geschuldet sei einer neuen Generation, dass eben nicht mehr die Söhne, die Väter befragen, sondern die Enkel quasi auf der Suche nach der Großelterngeneration sind. Und das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall, wenn man sich die Geburtsdaten der AutorInnen anschaut, die Väterbücher und Familienromane geschrieben haben. Man kann sagen, es gibt Tendenzen der Veränderung im Diskurs um die, im literarischen Diskurs um die Vergangenheitsbewältigung. Aber, und das Wichtigste ist erstmal zu sagen, dass Schuld und Schuldabwehr nicht mehr das dominante Diskursmuster ist, mit dem es die Väterliteratur immer noch zu tun hatte. Also ne, die Werf sozusagen der Auseinandersetzung war natürlich motiviert von fehlendem Schuldeingeständnis. Und wir haben jetzt eine andere Erinnerungskultur, wir haben eine breite Akzeptanz deutscher Schuld und die führt natürlich zu einem anderen Ausgangspunkt, einem anderen Bild vom Status quo der Erinnerungskultur, von dem aus ich Geschichte erzählen kann. Das heißt, der Kontext ist das, was sich geändert hat für die Literatur und nicht die entscheidend ist nicht die Generation, die jetzt erzählt. Die Leistungen des Genres Familienroman für die Bewältigung, und ich mache das weiterhin in Anführungsstrichen, es geht um Aufarbeitung, es ist sozusagen ein eingeführter Terminus, Bewältigung der NS-Vergangenheit, ist, dass wir sagen können, ja, es gibt Tendenzen in der Veränderung, also gibt Tendenzen der Veränderung im Erinnerungsdiskurs in der Literatur, aber die sind nicht generationenspezifisch in erster Linie motiviert. Und wir haben tatsächlich ein Interesse an Erfahrungsdimensionen, also wovon Literatur spricht, ist von einem Interesse an Erfahrungsdimensionen von Kriegsteilnehmern, eine Auseinandersetzung mit Opfermythen. Das Thema ist nochmal die Schuldabwehr der älteren Generation. Das wird durchaus sozusagen, weil es Teil der Erinnerungs-, der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte einfach ist und die Auseinandersetzung mit Entschuldung von Täterschaft. Also das kann man sagen, das ist drin. Es hat aber auch eine Kehrseite, nämlich, dass es durchaus auch Entschuldungen gibt von Täterschaft. Das heißt, neue Mythen über Täter in die Welt gesetzt werden, dass ein Tätergedächtnis in diesem sozusagen verstehenden Annähern an sozusagen Tätergeschichten, dieses Tätergedächtnis auch privilegiert wird gegenüber zum Beispiel der Erinnerungskultur. Und damit entstehen neue Opfermythen, aber auch sowas wie Mythen, Legenden über den Stand der Erinnerungskultur selbst. Man kann das, sozusagen, wenn man das etwas grob unterteilt, kann man sagen, dass wir in den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Nationalsozialismus eine Auseinandersetzung mit um die deutsche Schuld hatten und um deutsche Täterschaft und einen Kampf um Anerkennung deutscher Schuld. Erstmal, sozusagen, das musste erstmal gegen Opfermythen durchgesetzt werden. Und dass wir sozusagen so ab den 80er Jahren spätestens eine Auseinandersetzung beginnt darüber, wie gut diese Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte eigentlich gelungen ist. Und die beschäftigt uns vor allem dann in den 90er Jahren und um die Jahrtausendwende, dass wir einen kritischen Diskurs über die Auseinandersetzung haben, die nicht sagt, man hätte das nicht tun sollen, also ne, nicht der Konflikt in der deutschen Nachkriegsgeschichte, zu sagen, wir wollen deutsche Schuld nicht thematisieren, das waren ja nur die paar Nazis so. Also diese Legenden und Mythen, die haben keine breite Akzeptanz mehr. Man sagt aber trotzdem, oder die kritischen Stimmen sagen, durch die Art der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte sind neue Tabuisierungen entstanden und sind neue Dynamiken entstanden, die wiederum Probleme hervorgerufen haben. Das heißt, es wird nicht kritisiert, dass aufgearbeitet wurde, sondern wie aufgearbeitet wurde. Und da entstehen neue Mythen und Legenden über das, was die 68er angeblich gemacht haben, nicht gemacht haben, falsch gemacht haben und so weiter. Das ist also ein großer Diskurs,
der kritischen Auseinandersetzung. Und wenn ich das jetzt so negativ darstelle, meine ich damit nicht, dass man nicht viele kritische Punkte an der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte finden kann, auch in den 68ern, sondern dass es bestimmte neue Erzählungen darüber gibt, was die 68er falsch gemacht haben angeblich und welche Folgen das hat, die sich in diesem sozusagen öffentlichen Diskurs herauskristallisiert haben und die man kritisch anschauen muss. Also es geht nicht darum, dass man nicht kritisch die Aufarbeitung ansehen muss, das muss man unbedingt, deswegen auch mein Einstieg mit, was ist alles noch nicht gelungen, wenn sehr viele Deutsche denken, dass in ihrer Familie es keine Täter gab, dann ist das ein Problem für die Erinnerungskultur und dann ist sie offensichtlich nicht so gut gelungen, wie wir uns das gerne einbilden. Aber das bedeutet nicht, dass grundsätzlich nichts gelungen ist, beziehungsweise dass die Kritikpunkte, die genannt werden, stimmen. Ja, das ist der Unterschied, den man machen muss. Das, was öffentlich kritisiert wird und was sozusagen an die Schuld der 68er sei, und das werden wir uns ausführlich angucken, unter anderem mit Blick auf Günter Grass im Krebsgang. Diese sozusagen und alle Tabuisierungsdiskurse seit den 90er Jahren, den muss man sich kritisch angucken. Also es ist wirklich kein Plädoyer, nicht konfligierende Erinnerungsdynamiken anschauen oder nicht kritisch auf das Gelingen oder Misslingen vom NS. Aufarbeitung von NS-Geschichte sich anzusehen. Ich habe Ihnen nur als Literaturtipps vier oder Hinweise, vier Bücher noch mitgebracht, die aus einer sozusagen Dagmar Leupold noch eher Väterliteratur, dann Familiengeschichten, auch von AutorInnen aus unterschiedlichen Generationen. Bei Perlio gibt es auch noch eine geschichtswissenschaftliche Arbeit da im Hintergrund, sozusagen die alle sehr alle diese Bücher sind sehr viel diskutiert worden und sind, wie Sie sehen, sozusagen aus einer größeren Zeitspanne und eben auch Dagmar Leupold nochmal der Hinweis, eben, das ist Väterliteratur, die es eben heute auch noch gibt. Und es gibt eben diese Übergängigkeit gleichzeitig von Väterliteratur, Familiengeschichten und sowohl Eugen Ruge als auch Marion Braschs Texte sind besonders auch für die Art und Weise, wie sie sozusagen Familiengeschichte erzählen, gelobt worden und bei Eugen Ruge auch ausgezeichnet worden. Also das sind viel besprochene Texte deutscher Familiengeschichten, die beide auch sozusagen deutsch-deutsche Geschichte in interessanter Weise abdecken. Deswegen habe ich die auch nochmal mitgebracht, also Erfolgstexte, aber auch tatsächlich Texte, die man kennen sollte, wenn man sich in diesem Kontext bewegt. Ich werde Ihnen zwei andere vorstellen in der nächsten Folge der Vorlesung, nämlich am Beispiel meines Bruders von Uwe Timm und Unscharfe Bilder von Ulla Hahn. Und die Gegenüberstellung ist dadurch motiviert, dass ich Ihnen zeigen möchte, dass die sich eben genau mit diesem Auseinanderfallen von Familiengedächtnis, Familienerzählung und geschichtswissenschaftlichem Wissen auseinandersetzen. Das tun sie auf unterschiedliche Weise. Und die möchte ich Ihnen vorstellen, was das sozusagen für die Art und also für das Erzählen bedeutet, welche Reflexionsprozesse im Hintergrund stehen für bestimmte sozusagen Entscheidungen des Erzählens, sowohl was die Familienkonstellationen anlangt, aber vor allem eben auch was Arbeit mit Material anlangt. Und bei beiden stehen sozusagen Hinterlassenschaften in unterschiedlicher Weise sozusagen im Zentrum. Bei Uwe Timm sind es Notate des Bruders und bei Ulla Hahn ist es die Wehrmachtsausstellung, wo sozusagen es um Fotografien geht und die Frage, wer da eigentlich zu sehen ist, zum Ausgangspunkt einer Suche, einer Erinnerungsspur ist mit der sozusagen deutscher Täterschaft. Genau, diese zwei Texte sind also Teil der nächsten Folge. Wenn Sie zu dieser und zur nächsten Fragen haben, wie immer gerne auf allen Kanälen, also sei es per Mail oder sei es in der Lernplattform. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Tschüss.